Erzähl mir mal, wie du das geschafft hast, dass der Stern des Südens, den du 1998 gestartet hast, zur Hymne vom FC Bayern München wird. Das ist ja fast schon wie die Nationalhymne in Deutschland. Naja. Also das muss man erst mal hinkriegen. Ja, ich hab da in dem Moment natürlich auch gar nicht dran gedacht, dass das so eine Beständigkeit haben würde. Aber mein damaliger Freund und Kollege von Antenne Bayern, Stefan Lehmann, der damals schon Stadionsprecher als die Bayern noch im Olympiastadion Fußball gespielt haben, hat gesagt, dass ihn diese Hymne FC Bayern Forever Number One so aufregt, weil sie so langatmig und so langsam ist. Willi, kannst nicht mal dir was ausdenken, dass man vielleicht mal irgendwie eine neue Hymne bekommt? Und dann habe ich das als Auftrag angenommen und dann war ich ein paar Tage später, ist es mir halt irgendwie eingefallen und hatte ich an einem Vormittag in einer Viertelstunde die Komposition vom Stern fertig und dann bin ich damit zum Stefan ins Studio und habe gesagt, hör dir das mal an. Und dann hat er gesagt, das gefällt ihm total gut und dann hatte ich als Arbeitstitel habe ich gesagt, ich nenne das jetzt einfach mal Stern des Südens. Du wirst niemals untergehen, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Und dann haben wir gesagt, okay, das nehmen wir mit. Und dann sind wir zum Alfons Schubeck gefahren, der damals noch eine Wirtschaft hatte in Waging am See. Und haben wir uns erstmal richtig betrunken und dann haben wir am nächsten Morgen den Text vom Stern geschrieben und dann haben wir schnell ein Layout aufgenommen, ich mache es jetzt sehr kurz, und dann sind wir damit zum Uli Hoeneß mit dem Mofa gefahren, in die Säbener Straße, und der Uli Hoeneß hat damals irgendwie an seinem Schreibtisch, werde ich nie vergessen, lauter kleine so gelbe Zettel, so, weißt du, so, die man so hinbeppt, so Post-it-Pads gehabt. Der ganze Schreibtisch, da waren, glaube ich, 300 von diesen Dingern. Und dann hat er sich das angehört und dann war die CD vorbei und dann hat er auf den Tisch geklopft und gesagt, das machen wir. Die Frau Potthoff soll gleich mal den Vertrag fertig machen. Also das ging reibungslos vonstatten, ohne irgendwelche Anwälte. Ja. Oder sowas. Aber der FC Bayern... Ich bin ja schon froh, dass du keinen anderen genommen hast. Aber mei, das war halt irgendwie, ich habe halt sozusagen da, das war natürlich auch meine Eintrittskarte in diesen Verein, weil ich habe durch dieses Glück vom Stern alle meine Helden persönlich kennengelernt und sie, also so liebe Menschen wie Franz Beckenbauer oder Gerd Müller zu treffen, Sepp Maier, das ist so ein Privileg für mich gewesen oder auch immer noch, sie kennengelernt zu haben durch den Stern. Und so war das damals. Also ich habe einfach mal an einem Vormittag unfassbar viel Glück gehabt.